Das ist ja auch schön, weil der halbautomatische Defi spricht mit einem. Also man muss nur antworten und tun, was er sagt. Ich habe das Gefühl, ihr würdet jetzt eher die Leber defibrillieren als das Herz. Musst du die Elektronik ein bisschen höher kleben? Die Elektronik hat aber schon geklebt, die hätte ein bisschen mehr. Ja, genau. Ja, aber ist nicht schön. Ich höre das, ne? Ihr redet über mich, aber ich höre das. So machen wir das. Schock abgegeben. Führen Sie abwechselnd 30 Herzdruckmassagen und 2 Alter drücken. Ich kann aber jetzt kommentieren, dass ich im DKG schon sehe, dass der richtige Rhythmus wieder da ist. Das heißt, Guido hat gerade durch die Schockabgabe das Kammerflimmern, was zur Bewusstlosigkeit führte, beendet. Und ich habe das Gefühl, dass es schon fast mit uns spricht. Genau, Patient ist wieder da. Das heißt, jetzt, wo du den Sinusrhythmus wieder hergestellt hast, hast du im Grunde das Herz wieder zum Pumpen angeregt. Und jetzt kommt wieder genügend Blut, Sauerstoff in das Gehirn, sodass er dann wieder wach ist. Ich glaube, man muss einfach so ein bisschen die Scheu ablegen. Das ist, glaube ich, das, was uns alle verbindet, dass man jemanden nicht verletzt. Und wie fest darf man da drücken? Das ist, glaube ich, so das, wo man als Laie Angst vor hat. Da hat man Angst vor, aber das sollten Sie nicht haben, weil das Einzige, was Sie falsch machen können, ist nichts zu tun. Ja, klar. Der Patient, der wird sich ja schon wehren. Also wenn ein Mensch nicht leblos ist, dann merken Sie das ganz schnell. Ja. Also es ist so, dass man am Ende tief drücken muss, lieber zu tief, weil wenn man zu schwach ist, kommt ja die Kompression des Herzens nicht zustande. Und wenn ich ehrlich bin, es klingt jetzt ein bisschen schwierig oder vielleicht zu viel zu kommentieren, aber die meisten, die wirklich erfolgreich reanimiert sind, haben eine Fraktur der Rücken. Die haben eine Rückenfraktur. Das war sehr unangenehm, aber das heilt. Aber das zeigt, dass dann auch wirklich mit Schmackes dann gedrückt wird. Deswegen keine Angst. Und wenn es mal knackt, dann ist es so, weitermachen. Das heißt, wenn jemand umfällt, kann eine Rückenstörung vorliegen, man ruft die 112. Dann kommt in Zukunft irgendwann eine Drohne, weil die schneller ist als der Rettungswagen. Und dann ist Lino da, macht dann entsprechend stellvertretend für die Bevölkerung dann mit dem halbautomatischen Defi, den wir dann in Torz überall aufgestellt haben, dann entsprechend die Reanimation. Der Rhythmus wird wieder zurückgeschockt und dann ist eigentlich schon alles gut. Der Patient kommt lebendig an im Krankenhaus und geht auch lebendig wieder nach Hause. Darf ich noch einen Tipp? Also ich habe einen Tipp bekommen bei dieser Reanimation in Torz in der Schule. Da hat nämlich diese junge Dame gesagt, man sollte sich über den Menschen, also dann knien, die Arme ausgestreckt lassen und mit dem ganzen Körpergewicht drücken. Richtig. Weil je länger das, sehr viel Kraft. Also wenn wir Übungen machen, dann merken Sie, dass Sie nach 2 Minuten, also es kommt ja nicht umsonst, dass wir sagen, alle 2 Minuten, wenn 2 Helfer da sind, abwechseln, die Kraft geht schon weg. Ja. Weil es ist wichtig, wie Marc gesagt hat, tief genug zu drücken. Ja, genau. Aber was ich noch sagen möchte, wir beide, wie du kannst und ich kenne uns schon viele Jahre und wir haben so eine beeindruckende Emotion festgestellt bei der Übergabe der halbautomatischen Defis, dass wir nicht nur Defis einfach übergeben wollen, sondern wir wollen auch die Schülerinnen und Schüler animieren, das zu lernen. Deshalb kommen die dann auch mit Rettungsteams, das ist meistens die 8. Klasse, dann zu uns ins Krankenhaus. Wir bringen den dann auch gemeinsam mit Frau Roth, Marul und Hanno Wieg bei, wie man dann auch wirklich reanimiert, dass dann bei einem Alarmknopf, der dann betätigt wird in der Schule, im Fall der Fälle, sofort ein Expertenteam hat, und zwar aus jungen Schülerinnen und Schülern, die sehr engagiert sind und dann hingehen und dann ein Reanimationsteam nimmt. Also wenn es zum Beispiel heißt, das Käsebrot in der 8. Klasse